Interviewfragen geschickt und ich möchte dir die jetzt gerne alle beantworten. Ich versuche es zumindest, denn es sind tatsächlich 29 Fragen. Mal schauen, wie lange das Ganze dauert und ich hoffe natürlich, dass ich euch alle Fragen, die euch so interessieren, zum Thema Schloss Einstein, zum Thema Paulina beantworten kann. Also, zur ersten Frage. Mittlerweile sind ja einige Jahre ins Land gezogen. Was hast du nach Schloss Einstein alles gemacht? Was für einen Beruf hast du ergriffen und wie sieht deine aktuelle Lebenssituation so aus? Dafür müsste ich tatsächlich sehr ausholen. Ich versuche es mal kurz zu machen. Ich war damals in unserer Generation Schloss Einstein die Einzige, die schon fertig mit dem Abi war. Also ich habe 2007 Abitur gemacht und habe dann nach dem Abi erstmal nur Schloss Einstein gemacht, ein Jahr lang. Und habe im zweiten Jahr von Schloss Einstein, ich hoffe, das ist nicht so laut, hier fliegt gerade irgendwie ein Flieger über Erfurt. Ich drehe das nämlich hier gerade bei uns zu Hause im Garten. Und eigentlich fliegen in Erfurt gar nicht so viele Flieger, aber der eine ist jetzt mal hier gerade über unserem Garten. Ich habe also nach Schloss Einstein, oder während Schloss Einstein, im zweiten Jahr, dass ich Schloss Einstein gedreht habe, das war dann in 2008, angefangen zu studieren, Sprechwissenschaft, Phonetik und Germanistik. Habe mich also mit Mediensprechen beschäftigt, mit der deutschen Sprache, mit Grammatik, mit all diesen Dingen, weil ich gedacht habe, Moderatorin könnte für mich neben der Schauspielerei vielleicht auch etwas Tolles sein. Ich hatte auch mal versucht, Schauspiel zu studieren, das hat aber nicht so gut geklappt und deswegen war das dann für mich Variante 2. Und ja, dann habe ich also studiert, im ersten Jahr noch parallel zu Schloss Einstein, im ersten und nachdem ich dann aufgehört hatte bei Schloss Einstein, habe ich dann also zu Ende studiert und dann habe ich zuerst Regionalfernsehen gemacht, dann bin ich zum Radio gekommen, zu Radio Top 40. Parallel dazu habe ich meine Bandmusiker kennengelernt, mit denen habe ich zusammen eine Band, eine Gala-Band. Ich spiele also auf ganz vielen Veranstaltungen, Firmenfeiern, Gala-Events, Stadtfeste, alle möglichen Sachen und bin dann also Sängerin und Moderatorin geworden. Und dafür braucht man im Grunde eigentlich kein Studium. Also es ist so, dass mir mein Studium natürlich geholfen hat, so ein paar Fähigkeiten zu erlernen. Aber ich musste jetzt niemandem das vorzeigen, so, das habe ich studiert. Ne? Also man kann den Job auch als Quereinsteiger machen. Es studiert zu haben, war aber für mich ganz schön. Und dann habe ich mich eigentlich selbstständig gemacht. Also ich bin selbstständige Sängerin und Moderatorin. Ich moderiere auf vielen verschiedenen Events auch. Also zum Beispiel Sportlergalas, wenn so Preise verliehen werden oder so. Sowas moderiere ich viel. Und dann habe ich ja, wie gesagt, auch beim Radio noch gearbeitet und habe dort immer den Vormittag moderiert bei Radio Top 40, 5 Jahre lang. Und weil ich aber dann so viel mit der Band Musik gemacht habe und so viele andere Sachen gemacht habe, habe ich das dann irgendwann nicht mehr so geschafft. Und inzwischen bin ich bei Radio Top 40 Station Voice, also ich spreche die Jingles ein. Das heißt, wenn ihr Radio hört und da kommt immer so, du hörst Maximum Musik, Radio Top 40, solche Sachen. Sowas spreche ich zum Beispiel. Und dann habe ich mit Caro, die ist gerade aktuell Morningshow-Moderatorin bei Radio Top 40, mit ihr zusammen habe ich einen Podcast, der heißt Kirschkerne und Kartoffelsalat. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mal reinhören auf Spotify. Also das sind alles so Dinge, die ich mache. Singen, moderieren. Und das habe ich in den ganzen letzten Jahren von Schloss Einstein so gemacht. Und ganz aktuell nehme ich seit einem halben Jahr eine erste eigene Platte auf, weil ich auch jetzt endlich mal eigene Musik machen will. Das ist so Deutschpop. Und ja, das wird so Anfang nächsten Jahres fertig sein. Und dann gibt es auch ein bisschen eigene Musik von mir zu hören. So, das war sozusagen möglichst kurz zusammengefasst zur ersten Frage. Wie bist du damals zu Schloss Einstein gekommen und wie wurdest du aufmerksam auf das Casting und wie lief das Casting ab? Aufmerksam geworden, damals hatte meine Mama in der Zeitung einfach so einen Aufruf gelesen, Mensch, Schloss Einstein macht Casting, könntest du ja mal hingehen. Bin ich damals mit meiner kleinen Schwester zusammen zum Casting. Ja, und dann macht man einfach das Casting. In der ersten Runde war es so, dass man eine freie Szene spielen sollte, also da musste ich nur spielen, stell dir vor, du bist an einer Telefonzelle und du wartest auf jemanden, an einer Bushaltestelle, genau, du bist an einer Bushaltestelle und du wartest auf jemanden und telefonierst mit deinem Handy, mit jemandem und da musste ich dann irgendwie spielen, dass ich sauer bin, glaube ich, genau, also was improvisieren.
Und dann war die zweite Castingrunde, da haben sie mich dann angerufen. Die zweite Castingrunde lief dann so, dass man schon Texte bekommen hat und mit anderen zusammengespielt hat. Und die dritte Castingrunde lief dann so, dass ich schon die Paulina, die ich ja dann später auch gespielt habe, habe ich von der Paulina vorher schon einen Text bekommen und musste den schon lernen und wurde auch schon richtig so geschminkt wie Paulina und so gestylt und habe dann also bei der dritten Castingrunde, für die ich dann auch wieder angerufen wurde, dass ich in der dritten Runde bin, habe ich dann schon richtig die Paulina-Rolle gespielt. So lief das ab. Frage 3. Du warst 2 Jahre lang bei Schloss Einstein. Welche Erinnerungen hast du an die Serie? Wie war die Zeit für dich? Und denkst du gern daran zurück? Ich denke super, super gerne an diese Zeit zurück, weil ich würde fast sagen, das war mit die schönste Zeit in meinem Leben, weil es war zum einen direkt nach meinem Abitur, das heißt, ich war so frei und ich konnte mich total darauf konzentrieren und habe eine Aufgabe gefunden, die mich total erfüllt hat. Und noch dazu, wir waren natürlich ein grandioses Team. Also nicht nur das Team, was ihr immer seht, also nicht nur die Darsteller, sondern auch Kameramänner, Lichtmänner, unsere Maskenbildner, also das ganze Team drumherum. Wir waren eine ganz, ganz tolle Gemeinschaft, haben natürlich super viel Zeit miteinander verbracht, ganz viel zusammen unternommen. Ich habe dann im zweiten Jahr Schloss Einstein oder erst nach dem ersten halben vollen Jahr bin ich damals von Weimar nach Erfurt gezogen, bin damals in eine WG gezogen mit einer Freundin von mir und mit Hendrik Anne, der damals den Stasi gespielt hat. Also wir waren in der Serie total verfeindet, aber privat sehr gut befreundet, haben also sogar in der WG zusammen gewohnt. Und da waren dann bei uns auch immer ganz viele Partys und dann kamen alle Freunde von uns von Schloss Einstein, Flo Wünsche zum Beispiel, der war damals ganz oft bei uns in der WG, der damals den Manuel gespielt hat. Ja, und die waren dann immer alle da, Vasili zum Beispiel, der den Munir gespielt hat. Wir waren irgendwie so eine riesengroße Community, gut befreundet und haben auch wirklich viel privat zusammen gemacht und das war eine ganz, ganz tolle Zeit, die ich niemals in meinem Leben missen möchte. Jetzt ist die vierte Frage. Nach 2 Jahren bist du aus der Serie ausgestiegen. Wärst du auch ein drittes Jahr geblieben? Ja, ich wäre tatsächlich auch ein drittes Jahr geblieben. Also die Produktionsfirma hatte mir das damals auch angeboten. Aber es war so, dass ich dann irgendwie nicht wollte, dass ich ein und dieselbe Sache noch ein Jahr mache. Ich wollte einfach noch andere Erfahrungen sammeln und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, man muss aufhören, wenn es am schönsten ist. Und deshalb habe ich dann damals entschieden, ich steige aus und versuche mich einfach mal an anderen Sachen. Dann kommt die Frage, hast du Schloss Einstein nach deinem Ausstieg weiterverfolgt und hast du die Serie schon vor deinem Einstieg verfolgt? Also ich war tatsächlich, als ich würde jetzt mal so sagen, 10, 11 war, ich kann es nicht mehr genau sagen, war ich tatsächlich auch Schloss Einstein-Fan. Die allererste Staffel mit Nadine und Pascal, wenn ihr euch erinnert. Also so ganz, ganz früher. Die erste Seele zu Schloss Einstein-Folge, die habe ich auch als Kind geguckt und habe damals mit einer Freundin tatsächlich immer gesagt, stell dir mal vor, wir würden auch auf Schloss Einstein wohnen. Also ich war da tatsächlich früher Fan von. Als ich ausgestiegen bin, habe ich es noch ein bisschen verfolgt, habe aber offen gestanden irgendwann dann den Anschluss verloren und es dann nicht mehr so geguckt. So, Frage 6. Kannst du dich noch an deinen ersten Drehtag erinnern und welche Szene war es? Ja, das kann ich. Das war die Szene, wo ich auf Heinz Pasulke, den Hausmeister, den lieben Gerd, gestoßen bin, wir uns vor der Tür getroffen haben und ich, glaube ich, mit Kreide so an die Wand irgendwas gemalt habe und er mich vollgenölt hat, hier, das geht aber so nicht. Und ich ihn so ein bisschen, was willst du jetzt von mir mäßig so? Also wo Paulina noch so dieses Rebellische hatte. Das war mein allererster Drehtag. Das war tatsächlich ziemlich spannend. Das war also in der Außenkulisse unseres Schloss Einsteins, was ja in Wirklichkeit in Arnstadt steht. Siebte Frage. Oh mein Gott, es wird ein langes Video. Wir haben 29 Fragen. 7. Nach Schloss Einstein warst du mal in der ARD-Serie In aller Freundschaft dabei und auch bei Wie erziehe ich meine Eltern. Wie hat es dir dort gefallen? Wie bist du dazu gekommen? Gab es Unterschiede? Hat mir sehr gut gefallen. Ich bin dazu gekommen, weil jeweils die Regisseure mich auch schon von Schloss Einstein kannten und mich dafür angefragt hatten. Und da bin ich dann dazu gekommen und das war natürlich spannend, auch mal mit anderen Leuten ein anderes Projekt zu machen und hat mir sehr viel Spaß gemacht. War eigentlich fast leider viel zu kurz, weil ich kannte es ja davor so, dass man sich jeden Tag sieht und da waren es dann nur mal so ein paar Drehtage, das war da fast ein bisschen schade. Nummer 8. Hast du Kontakt zu anderen Darstellern aus Schloss Einstein? Wenn ja, mit wem? Also, ich hatte ganz lange Kontakt noch mit Hendrik Angel, mit Stasi und auch mit Florian Wünsche, mit Manuel. Muss aber sagen, dass es sich natürlich über die Jahre, ne, das sind jetzt 10 Jahre, es ist über 10 Jahre, glaube ich sogar, dies her ist und jeder lebt so ein bisschen sein Leben und
Das heißt, dass inzwischen der Kontakt leider ein bisschen eingeschlafen ist. Manchmal trifft man sich wieder durch einen Zufall, dann ist es auch total schön, dann quatschen wir auch viel und dann ist das wieder so eine schöne Begegnung, die man dann mal wieder hat. Aber so richtig Kontakt, dass wir regelmäßig telefonieren, den gibt es nicht. Ronja Peters, die verfolge ich natürlich auf Instagram. Wir haben auch mal geschrieben, aber es ist nicht so, dass wir super dicke befreundet sein können, einfach weil jeder auch so sein Leben und viel zu tun hat. Uns hat es ein bisschen in alle Himmelsrichtungen zerstreut. Naja, und deswegen muss ich die Frage sozusagen leider mit Nein beantworten, aber gar nicht aus böser Absicht, sondern weil jeder einfach sein Leben lebt. Und das Schöne ist ja an Instagram und Co., man sieht ja trotzdem, was die Leute machen. Und ja, wenn man sich begegnet, ist es dann trotzdem total toll. Ach ja, und mit Lucky, also mit Daniel, mit meinem Freund, hatte ich dann auch mal noch so ein bisschen Kontakt. Wir haben uns auch mal in Erfurt mal wieder gesehen und verstehen uns gut, aber es verläuft sich einfach. Jeder macht sein Ding und das ist auch okay so. Nummer 9. Du bist ja mittlerweile auch als Moderatorin tätig, genau das habe ich erzählt. Außerdem singst du schon seit vielen Jahren. Welche der Tätigkeiten spricht dich mehr an und würdest du gerne wieder zur Schauspielerei zurückkehren? Das ist eine gute Frage und auch gleichzeitig eine schwierige Frage. Also ich würde das mit der Schauspielerei super gerne auch wieder machen, aber es hat sich irgendwie in meinem Leben dann nicht mehr ergeben. Also ich bin dann irgendwie zur Musik gekommen und habe da auch einfach viel mit zu tun und auch mit der Moderation, sodass es aktuell nicht Thema ist. Wenn sich aber was ergeben würde, würde ich sofort sagen, na klar, ich schauspielere auch wieder, habe ich total Lust drauf. Ob mir jetzt singen oder moderieren mehr Spaß macht, das kann ich nicht sagen. Also singen ist natürlich etwas, das habe ich schon gemacht, als ich ganz klein war und ich habe mit 6 Jahren schon Gitarre gespielt und Musik ist etwas, was immer in meinem Leben war und was nie weggehen wird. Und Moderation kam dann irgendwann dazu und wenn es von der ganz puren Leidenschaft ausgeht, dann ist es vielleicht schon mehr das Singen, aber mir macht auch der Job als Moderatorin super Spaß. Und ich will eigentlich beides nicht mehr missen. Und es ergänzt sich einfach super gut. Von daher möchte ich da ungern irgendwie sagen, das macht mir mehr Spaß oder das nicht. Frage 10. Wirst du heute noch auf deine Rolle Paulina angesprochen oder gehört das längst der Vergangenheit an? Also, es ist so, dass es während der Serie und danach war es super viel. Also dann bin ich wirklich ganz viel von Kindern auf der Straße angesprochen worden. Und das ist weniger geworden, auf jeden Fall, weil jetzt kommen ja auch neue Leute und jetzt gibt es neue Schloss Einstein-Darsteller. Das ist auch super so. Aber tatsächlich, manchmal passiert es mir noch und da freue ich mich auch. Es passiert mir auch manchmal, dass Leute so in meinem Alter dann sagen, hey, ich kenne dich doch irgendwoher. Und dann kommen die dann manchmal nicht drauf, dass ich Paulina war. Sozusagen, also ich werde schon noch drauf angesprochen, aber es ist viel, viel seltener geworden und das ist auch total okay so. Was gefiel dir an deiner Rolle besonders und was nicht? Also an meiner Rolle gefiel mir am allermeisten, dass Paulina jemand war, die sich total entwickelt hat. Die war am Anfang ganz rebellisch, dann war sie so eine Gerechtigkeitskämpferin, dann hat sie für ihre Freunde eingestanden, dann war sie jemand, die hat sich nicht so an Regeln gehalten, die hat ihren eigenen Stiefel gefahren. Aber sie hat auch aus Erfahrungen in ihrem Leben gelernt und ist reifer geworden. Dann hat sie sich verliebt, dann hat sie die erste Liebe durchlebt, dann hat sie auch erfahren, wie das so ist. Dann war sie schwanger, dann hat sie eine Schwangerschaft erlebt, hat erlebt, wie es ist, Mutter zu sein. Und da ist also so viel passiert. Dann war die Krankheit ihrer Mama ganz am Anfang. Was mir also an Paulina am allermeisten gefallen hat, ist, dass sie so unglaublich viel im Leben erlebt hat. Und mit dieser Rolle konnte ich auch so wachsen. Ja? Ich habe da so schauspielerisch so viel mitgenommen. So das Rotzige, dann das Freundschaftliche, dann das Sensible, das Verliebte, dann den Beschützerinstinkt als Mama. Also die Rolle, die hatte so viel. Und Paulina ist so eine starke Persönlichkeit. Und es war so unglaublich toll, mit Paulina zu wachsen und zu erleben, wie Paulina reift. Und dann, um die Frage zu sagen, was gefiel mir an ihr nicht, kann ich fast nicht beantworten. Ich habe meine Rolle geliebt und ich fand, dass Paulina eine ganz, ganz tolle Person war, einfach so als Rolle. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass mir irgendwas an ihr nicht gefallen hat. Ich fand auch ihre Art, sich zu kleiden, irgendwie cool. Also ihr seht ja, ich habe kleidungsstilmäßig irgendwie einen anderen Style als Paulina, aber ich habe das irgendwie geliebt, mich da auch so in das punkige, rockige, abgedrehte irgendwie so reinzukleiden. Und deswegen, es gab nichts, eigentlich fand ich an ihr nichts Negatives. Vielleicht am Anfang, dass sie ja nicht so viel eingesehen hat, zu rebellisch war, aber auch das war ja das Schöne, das zu spielen. Deswegen, Paulina, ich fand sie echt cool.
Okay. Nummer 12, was hast du studiert und was war dein Berufswunsch? Das habe ich euch ja sozusagen mit Frage 1 schon beantwortet. Ich habe also Sprechwissenschaft Phonetik studiert und Germanistik. Das war nicht immer unbedingt mein Wunsch, das hat sich so ergeben, weil ich dann die Idee hatte, die Moderation so ein bisschen zu vertiefen. Und mein Berufswunsch als Kind war tatsächlich schon immer Sängerin. Und ich bin auch sehr, sehr glücklich, dass ich mir diesen Wunsch erfüllt habe. 13. Was war dein schönster, schwierigster, traurigster Drehtag? Ach, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ich würde die Frage beantworten mit, welcher Drehtag blieb mir besonders in Erinnerung? Und das war tatsächlich der Tag, an dem Heinz Sirius, Paulinas Kind, geboren wurde. Denn es waren minus 9 Grad an diesem Tag. Und wir haben in Erfurt in der Sternenwarte gedreht. Und das ist so ein Gemäuer ohne Heizung. Es war also super, super, super kalt. Und ich saß da ja mit nackten Beinen und habe ja gespielt, dass ich ein Kind gebäre. Und das war natürlich körperlich sehr herausfordernd, weil es einfach kalt war. Und es war eine interessante Erfahrung, aber auch zu erleben, dass man die Kälte vergisst, wenn man sich so in eine Rolle reindenkt. Und ich habe mir dann vorher, bevor wir die Szene gedreht haben, ganz, ganz viele Videos angeguckt, von Geburten, also wie Frauen das wirklich erleben, weil ich es halt gerne authentisch spielen wollte. Und ich kann euch sagen, ich hatte wirklich wie Schmerzen. Das hat sich so real plötzlich angefühlt, weil ich mich so, so, so sehr da reingesteigert habe, weil ich es unbedingt spüren und fühlen wollte. Ich glaube, das ist sowieso etwas, was Schauspieler kennen, das Gefühl, es wirklich zu empfinden. Das war ganz spannend und das habe ich nicht so vergessen. Das war ein spannender Drehtag und ich weiß auch noch damals, dass das Team so auch ganz aufgeregt war und das war ein ganz, ganz spannender Drehtag irgendwie, so eine Geburt zu drehen. Nummer 14. Gibt es irgendwelche materiellen Erinnerungen an deine Schloss Einstein-Zeit, die du heute noch besitzt? Gute Frage. Tatsächlich glaube ich leider nicht. Also ich habe natürlich noch, also Fotos natürlich, auch so von unseren gemeinsamen Erlebnissen, die ich mit den Jungs und Mädels von Schloss Einstein hatte. Und dann gibt es, habe ich natürlich die Folgen, alle auf DVD. Aber so richtig, so was richtig Materielles, nee, gibt's nicht. 15. Schaust du dir manchmal deine Auftritte bei Schloss Einstein an und schaust du dir die neuesten Folgen an? Tatsächlich habe ich es mir ganz, ganz lange nicht mehr angeguckt, also was ich da so gemacht habe. Ich habe irgendwann manchmal, wenn ich so an die Zeit zurückdenke, da passiert es, dass ich so auf YouTube mir mal eine Folge angucke und denke, ach, das war ja witzig. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir ständig Schloss Einstein angucke. Dafür habe ich auch viel zu tun und so. Und ja, das ist jetzt auch einfach ja schon so lange her. Und die neuen Folgen habe ich jetzt tatsächlich leider lange nicht mehr gesehen. Also wie gesagt, eine Zeit lang habe ich noch geguckt, aber aktuell bin ich gar nicht so gut angeschlossen. Frage 16. Du hattest ja viele Szenen mit deinem Serienonkel Heinz Pasulke. Wie war die Beziehung zwischen euch? Wie war es für dich, als du mitbekommen hast, dass er verstorben ist? Und wie fandest du es, dass in der Serie nicht erwähnt wurde, dass der Hausmeister auf einmal weg war? Oh ja, das ist schon ein sehr trauriges Thema. Also der Gerd, so heißt er ja in Wirklichkeit, mit ihm habe ich tatsächlich sehr, sehr viel zu tun gehabt und wir haben uns sehr gut verstanden. Also Gerd war ein ganz, eigentlich wie man ihn in der Serie auch erlebt, so ein ganz lebenslustiger eigentlich, manchmal so ein bisschen trottliger, lieber Mensch, ganz, ganz toll und zugänglich. Er war aber auch jemand, er war sehr gemütlich und manchmal hat Gerd dann auch am Set mal die Augen zugehabt und mal geschlafen und ach ja, und manchmal konnte sich Gerd gar nicht so gut so schnell Texte merken und dann habe ich dann manchmal mit ihm geübt und so. Das war, ja, das war tatsächlich sehr, sehr schön. Und wir haben auch so privat immer dann viel gequatscht und er hat dann immer zu mir gesagt, ach Anna, du musst mehr essen, du bist so dünn, dabei habe ich schon immer viel gegessen. Hat sich auch manchmal Sorgen um mich gemacht, so unbegründeterweise. Und manchmal hat er gesagt, ach, du redest immer so schnell, ich weiß gar nicht, wie ich mir das alles merken soll. Das war ziemlich lustig. Also wir hatten immer eine schöne Zeit zusammen. Und naja, als ich von seinem Tod erfahren habe, das war natürlich ein totaler Schock für mich. Also, weil er war auch einfach noch viel zu jung und ja, es ist einfach ganz schlimm unfair, dass er gestorben ist. Ich fand es einfach nur richtig, richtig traurig und bis heute auch total schade, weil ich hätte mich gerne auch jetzt mal viel, viel später mit ihm getroffen und mich mal ausgetauscht über sein Leben und was er jetzt so macht. Das wäre schön gewesen.
Ja, und was habt ihr noch gefragt? Ach, wie ich es gefunden habe, als er einfach weg war in der Serie. Naja, ich weiß, für die Produktionsfirma ist das auch nicht so leicht, das zu erklären, warum er dann plötzlich weg ist. Und vielleicht war das dann der einfachere Weg für die Produktionsfirma zu sagen, okay, wir lassen das jetzt ein bisschen verschwinden, weil alles andere eine schwierige Geschichte ist. Weil man muss ja, um die Geschichte zu erzählen, eigentlich mit demjenigen etwas drumherum bauen. Und da sein Tod einfach überraschend kam, ist es dann, glaube ich, einfach schwierig gewesen, da das mit einer Geschichte in der Serie zu erzählen. Deswegen war das wahrscheinlich der einzige Weg, den die Produktionsfirma da hatte. So, 17. Mit deiner Filmmutter Martina Pasulke hast du auch ein paar Mal gedreht. Wie war euer Verhältnis und habt ihr euch nach Dreharbeiten nochmal wiedergesehen? Unser Verhältnis war super gut. Die Rike, so heißt sie, hat mir ganz viele Tipps gegeben, denn sie ist ja richtig Schauspielerin, auch studierte Schauspielerin. Und von ihr habe ich super viel gelernt und sie hat mir ganz viel über das Leben auch einer Schauspielerin erzählt. Auch, dass es eben nicht so leicht ist, ne? Also sie hat mir da auch gesagt, Mensch, überleg dir doch wirklich, ob du das nach Schloss Einstein so intensiv weitermachen willst, weil es ist gar nicht so leicht. Und es war auch gut, dass einem das mal jemand gesagt hat. Wir haben uns leider dann nach Schloss Einstein, noch so 2, 3 Jahre hatten wir, glaube ich, noch gut Kontakt. Da hat sie nämlich sogar in Erfurt mal im Theater gespielt und ich bin da mal hin und habe mal zugeguckt. Aber irgendwann hat sich es leider dann auch verlaufen. So, Frage Nummer 18. Wer war dein Lieblingslehrer? Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Lisbeth Fo, wie heißt sie noch gleich? Heißt sie, glaube ich, Frau Miesbach. Das ist manchmal schwierig, weil ich manchmal die privaten Namen eher kenne. Sie war auf jeden Fall meine Lieblingslehrerin, weil wir uns echt schön verstanden haben, toll uns unterhalten haben. Jan Hartmann, auch ein super cooler Typ. Ich weiß auch gerade gar nicht mehr, wie er in der Serie als unser Lehrer hieß. Ja, seht ihr, verrückt, die Zeit vergeht. Ihr wisst jetzt wahrscheinlich auf jeden Fall noch den Namen, den richtigen Namen. Ich weiß nur, dass er auf jeden Fall Jan Hartmann hieß. Der war auch ein cooler Typ, den mochte ich auch sehr. Und ach, eigentlich, ich muss sagen, dass ich mich mit allen Lehrern eigentlich gut verstanden habe. So privat. Also, das war ja privat hinter der Kamera nicht so ein Schüler-Lehrer-Verhältnis, sondern hinter der Kamera war man eher so Kollegen. So, und das war eigentlich ziemlich schön. So, 19. Ich gucke mal ganz kurz, ob das Video noch läuft. Frage 19. Bei welchen Produktionen werden wir dich noch sehen und würdest du wieder in die Schauspielerei zurückkehren? Also, das hatten wir vorhin schon kurz. Ich würde sofort wieder schauspielern. Ich hätte total Lust drauf. Aktuell gibt es nichts, was da geplant ist. Also aktuell arbeite ich eher an einem eigenen Album. Das heißt, ihr werdet eher eigene Musik von mir hören. Und ja, also mal sehen. Es ist nicht ausgeschlossen. Aktuell könnt ihr meinen Podcast hören, Kirschkern und Kartoffelsalat und bald eine CD von mir. Aber serienmäßig sieht es erstmal nicht so aus, dass ich da was mache. Aber man weiß nie. Vielleicht mache ich auch noch mal ein Casting. Vielleicht schaffe ich auch noch mal irgendwas. Nichts ist ausgeschlossen. Ich hätte auf jeden Fall Lust drauf. Und wenn es dazu kommen sollte, dann werdet ihr es auf jeden Fall erfahren. So. Wie waren die Szenen mit deinem Filmfreund und deinem Filmsohn? Sehr, sehr spannend und sehr, sehr cool. Also mit meinem Filmfreund, mit dem Daniel, war das natürlich am Anfang, das war natürlich schon ungewohnt, ne? Ich meine, man kannte sich nicht und dann muss man auf einmal knutschen. Und fühlt sich erstmal komisch an. Aber am Ende ist es so, es ist auch so eine Kussszene, die stellt man sich immer so vor, oh mein Gott, und will das knutschen. Aber wisst ihr, eigentlich läuft so eine Szene. Man muss sich da total drauf konzentrieren. Dann sagt dann die Regisseurin, halt den Kopf mal weiter links, weil der Kameramann dann und so. Das ist so technisch und so konzentriert, dass man eigentlich sich darauf gar nicht so konzentrieren kann. Und deswegen war sowas gar nicht komisch. Und Dani und ich, wir haben uns immer super gut verstanden. Wir haben ganz viel miteinander gequatscht. Wir waren echt so gute Kumpels und haben das gut professionell sehen können, dass wir also am Set halt mal knutschen müssen oder ein Freund und Freundin sein müssen. Aber so war das ganz, ganz easy. Und mit unserem Filmsohn, der hieß übrigens in Wirklichkeit Bela, war es auch ganz toll. Belas Mama ist eine ganz, ganz liebe. Die treffe ich manchmal sogar in Erfurt noch auf der Straße. Und die war immer am Set mit dabei und hat auch geguckt. Und ja, wir haben auch immer nur so, ich glaube, 1, 2 Stunden mit Bela gedreht, weil länger ging das auch nicht. Und es war aber immer schön. Der war immer ganz lieb und ganz süß. Und das hat einfach großen Spaß gemacht, mit einem Baby zu drehen. War natürlich auch herausfordernd, weil es musste alles immer ganz schnell gehen und man konnte eben nicht
dann, ach, ich habe jetzt meinen Text vergessen oder ach Mist, ich, ne? Das ging eben nicht. Man musste ziemlich konzentriert und fokussiert sein, weil es eben nicht ging, dass wir mit dem Baby das noch 80 Mal machen oder so, ne? Aber das war immer, immer cool und schön. So, Frage 21, wir kommen gut voran. In Folge 600 und 688 hast du einen Gastauftritt mit vielen anderen Darstellern. Wie war es für dich, alle wiederzusehen und wie kam es dazu? Ihr seid echt gut informiert, war das in Folge 600 und 688? Ja, kann sein. Super. Also, weil ihr müsst euch das so vorstellen, in den 2 Jahren, in denen ich Schloss Einstein gedreht habe, war ich ja mit den Leuten, das waren meine engsten Freunde und meine engsten Kollegen, Vertraute. Und dann ist es natürlich, wenn man sich wieder sieht, total schön. Also das macht total Spaß, man hat sich viel zu erzählen, man kommt gar nicht so richtig zum Drehen, weil man so viel quatschen will. Also das waren tolle Sachen. Und natürlich weckt das auch Erinnerungen, weil man hat das ja 2 Jahre lang fast jeden Tag gemacht. Das ist einfach nur richtig schön. So. Es gibt viele junge Erwachsene, die sich heute noch an die Serie Schloss Einstein erinnern und damit ein Stück Kindheit verbinden. Was denkst du, hat Schloss Einstein so besonders gemacht? Oh ja, also ich glaube, Schloss Einstein macht so besonders, dass es wirklich um die Probleme geht, die junge, erwachsene, Teenager, Kinder wirklich bewegen. Weißt du, da geht es um die erste große Liebe, um den ersten Kuss, um Probleme mit Lehrern, um Probleme mit Schulkameraden, um ja, Probleme mit Eltern. Und all das ist ja das, was euch jeden Tag beschäftigt. Weißt du, das ist etwas, was im realen Leben wirklich so vorkommt, dass man sich mit der besten Freundin streitet, dass man sich in einen Jungen verliebt und ich weiß, wie man mit dem reden soll, dass dich der Lehrer ankotzt, dass du nicht mehr mit deinen Eltern reden kannst. All das sind Geschichten, die euch wirklich betreffen. Und ich glaube, Schloss Einstein hat so erfolgreich gemacht, dass es genau um diese Geschichten aus dem Leben geht. Das, was jeder kennt. Freunde, Liebe, Familie, Eltern, all das. Und das ist das, was Schloss Einstein ausmacht. Jetzt ist die Frage 24, verbindest du auch negative Erlebnisse mit Schloss Einstein? Klingt jetzt blöd, aber ich wüsste irgendwie nicht welche. Weil es immer alles wirklich richtig toll war. Also am Set zu sein, die Menschen zu Schauspielern. Nein. Die Frage 24 ist extrem leicht zu beantworten. Nein. 25. Wie war es mit Gerd Schäfer, Heinz Pasurke zu drehen und wie war er so in echt? Ja, das habe ich euch ja vorhin schon in der anderen Frage beantwortet. Er war ein lieber, gemütlicher Typ, der immer auch einen kleinen Witz auf den Lippen hatte, der manchmal ein bisschen gemütlich und verschlafen war, den aber eigentlich alle mochten. Und wenn es hieß, ja, Gerd kommt wieder ins Set, haben alle gesagt, ach cool, mit Gerd wird super entspannt und so. Also Gerd war ein toller, toller Mensch und es ist sehr, sehr schade, dass er nicht mehr auf unserer Erde ist. 26. Wie war der Kontakt zu den Erwachsenen-Schauspielern? Witzig, habe ich euch ja auch schon beantwortet. Es war also wirklich so, dass es sich eher angefühlt hat, als wären wir Kollegen. Und die Erwachsenen-Darsteller sind auch super lieb. Die geben einem ganz viele Tipps. Die sagen dir, wie es so ist, was du machen kannst, auch später mal im Schauspielerleben, wie du dich verbessern kannst und so. Also, das war immer ein tolles, gutes Verhältnis. 27. Wie kam es zu deinem Ausstieg? War der Ausstieg freiwillig oder gewollt? Auch das habe ich ja sogar schon erzählt. Er war also von mir selbst so ein bisschen gewollt, weil ich, ja, ich wollte irgendwie einfach nochmal was anderes machen. Und ich habe ja dann auch bei Wie erziehe ich meine Eltern wie heißt die andere Serie? In aller Freundschaft, genau. Gedreht und habe Regionalfernsehen gemacht. Ich wollte mich einfach nochmal anders ausprobieren. Und wie gesagt, dieses Gehen, wenn es am schönsten ist, das bin ich ganz glücklich. Das hat wirklich geklappt und das habe ich geschafft, dass sich das für mich so angefühlt hat im Nachhinein. So, ihr Lieben, Frage 28. Auch das habe ich ja fast schon erzählt. Wie sieht dein Leben heute aus und was sind deine Pläne für die Zukunft? Ja, mein Leben heute sieht also so aus, dass ich Sängerin und Moderatorin bin, Sprecherin fürs Radio. Und ja, meine Pläne für die Zukunft sind jetzt in naher Zukunft. Ich möchte mein eigenes Album fertig machen. Ich möchte gern mit meiner eigenen Musik mal auf der Bühne stehen, weil bisher habe ich im Prinzip Covermusik gemacht. Also die Musik, die ich mit Ann Red, so heißt die Band. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch mal uns auf Instagram folgen, annred.live mit V.
heißen wir. Wir machen Covermusik und das ist auch toll. Also ich liebe das, so Entertainerin zu sein, showmäßig mich auf der Bühne aus den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, dafür zu sorgen, dass sie einen schönen Abend haben, dass die tanzen, dass die Spaß haben, dass sie alle Probleme des Lebens auch mal vergessen können. Ich singe auch super gerne auf Hochzeiten. Weißt du, so Menschen einen schönen Moment zu schenken, das ist etwas, was mich in meinem Leben, glaube ich, extrem ausmacht und was mir unglaublich viel Freude bereitet. Und das ist etwas, was ich für die Zukunft genauso weitermachen will. Also ich möchte weiter als Sängerin auf der Bühne stehen. Das ist auf jeden Fall ein Lebensplan von mir. Jetzt erstmal das Album machen. Ja, ich würde mich auch super freuen, wenn ich vielleicht noch mal die Chance habe, Schauspielerin sein zu können. Egal, ob es ein Film ist, eine Serie. Das wäre auch eine Idee für die Zukunft. Ich bin aber jemand, ich möchte nichts auf Krampf oder forcieren. Ich glaube, dass im Leben, wenn man offen ist und wenn man hart an sich arbeitet, die Dinge dann auch passieren können. Ja? Also mir ging es immer so, dass ich Menschen begegnet bin auf meinem Weg, weil ich eben aktiv war, weil ich unterwegs war, weil ich Seminare besucht habe und so weiter. Und dann habe ich dann jemanden kennengelernt. Dann hat er gesagt, Mensch, hast du nicht Lust, da mal das und so. Und ich glaube, dass das Leben so entstehen kann und dass manchmal sich Pläne auch ändern. Da gibt es den schönen Spruch, der Mensch plant und das Schicksal lacht sich tot. Das habe ich tatsächlich auch schon erlebt. Ich wollte zum Beispiel nie zum Radio, weil ich war ja eigentlich schon im Fernsehen. Ich war bei Schloss Einstein und habe gedacht, nee, Radio will ich nicht machen. Und dann habe ich auf jemanden getroffen, der mich gefragt hat, willst du es nicht mal probieren? Dann habe ich ein Casting gemacht und dann habe ich 5 Jahre lang Radio gemacht und fand es ganz toll. Also ich glaube, dass uns das Leben dann manchmal auch den Weg zeigt und man muss auf das vertrauen, was man kann und auch was man sich wünscht. Aber manchmal können sich Wünsche vielleicht ein bisschen ändern und man entdeckt auf seiner Lebensreise dann Dinge, die hatte man vorher gar nicht auf der Uhr. Ja, also ich hatte nie auf der Uhr, mal Sprecherin zu werden oder so. Ich hatte auch nie auf der Uhr, dass man zum Beispiel mit Singen tatsächlich so normal Geld verdienen kann. Ich habe immer gesagt, entweder ich muss berühmt werden und eigene Musik machen oder ich kann vielleicht in einem Kirmeszelt singen, mal am Wochenende. Aber es gibt ganz viel dazwischen, ganz viele Veranstaltungen. Also ich glaube, dass es auch viele, viele Dinge gibt, die man beim Leben planen, vielleicht gar nicht weiß, gar nicht kennt. Und deswegen glaube ich, ist es manchmal schön, sich mit inneren Wünschen und mit einem inneren Antrieb trotzdem treiben zu lassen. Und das will ich eigentlich weiterhin tun. Ich weiß also, ich möchte singen und ich möchte meine eigene Musik machen, aber wer weiß, was mir auf meinem Weg jetzt noch so passiert und vielleicht mache ich auch noch mal was ganz anderes. Ich könnte mir vielleicht auch vorstellen, mal ins Coaching zu gehen, vielleicht doch mal Gesang zu unterrichten auch. Vielleicht mache ich auch noch mal was ganz anderes, von dem ich jetzt noch 0,0 Plan habe. Fakt ist, ich werde immer Musik machen und ich werde immer versuchen, schöne Momente von Menschen noch schöner zu machen. Das wäre ein Ziel in meinem Leben, was ich nicht missen will. Jetzt habe ich ganz schön lange über die Frage 28 gequatscht und euch meine Lebensphilosophie erzählt. Ich glaube, das war gar nicht die Frage, aber ich hoffe, das war jetzt nicht zu lang. Wir kommen zur allerletzten Frage vom lieben Dennis. Frage 29. Du warst von Anfang an von Schloss Einstein Erfurt dabei. Du warst somit einer der ersten aus Schloss Einstein Erfurt. Wie war es so für dich? Das war cool, weil es war natürlich das erste Mal, dass Erfurt so in den Medien Mittelpunkt gerückt ist. Und das bedeutet, dass wir haben damals natürlich auch noch viel Werbung gemacht. Wir sind auf Sommertour gegangen mit Schloss Einstein. Wir hatten viele Pressetermine dann in Berlin und so. Und es war aufregend. Also man spürte so, hier entsteht was Neues. Man war so von Anfang an dabei. Gibt es den schönen Spruch, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und das hat man so ein bisschen bei uns gespürt, dieses allererste Mal. So ein bisschen wie der erste Kuss im Leben oder so. War das was Besonderes. Wobei es ja Schloss Einstein schon immer gab und etwas eine feste Größe war, aber der Zauber vom Anfang, der war in Erfurt auf jeden Fall da. Ja, ihr Lieben, jetzt habe ich ganz schön viel gequatscht und ich hoffe, dass eure Fragen damit erstmal beantwortet sind. Ich finde es ganz, ganz toll, dass ihr immer noch so ein Interesse habt, ne? Auch an uns Darstellern und dass ihr Schloss Einstein so lebt und so erlebt und dass ihr einfach so viel Spaß daran habt, weil genau darum geht es und darum machen das alle. Damit ihr euch wiederentdeckt fühlt, damit ihr das Gefühl habt, Mensch, die Rollen, die dort gespielt sind, das ist auch ein Teil von mir, das ist ein Teil, was ich in meinem Leben erlebe. Und genauso muss eine Serie auch sein und genauso soll auch Schloss Einstein sein. Und deswegen
wünsche ich euch einfach, dass ihr weiterhin ganz viel Spaß mit der Serie habt, dass ihr genauso wie alle anderen Darsteller und auch wie die Rollen in Schloss Einstein, dass ihr euren Weg geht, dass ihr Spaß am Leben habt, dass ihr euch nicht unterkriegen lasst und dass das Leben euch immer wohlgesonnen ist. Ich sende euch ganz liebe Grüße, eure Anna alias Paulina und wie gesagt, wenn ihr Lust habt, ihr könnt mir natürlich weiterhin folgen, auch wenn ich jetzt heute nicht mehr Paulina bin. Ich habe ein Instagram-Profil, Anna-Steinhardt-. Da könnt ihr mir folgen. Ihr könnt mir folgen mit meiner Band anred.live und genau, mit meinem Podcast Kirschkerne und Kartoffelsalat. Wir sind auch auf Instagram, könnt ihr auf Spotify hören. Und wenn ihr Lust habt, ja, Anfang nächsten Jahres gibt es wahrscheinlich dann das Album. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr also auch ein bisschen Musik von mir hören. Es ist also nicht, dass Paulina ganz weg ist. Paulina ist jetzt Anna und macht viele andere Sachen. Aber ich freue mich, dass ihr immer noch so viel Spaß an Schloss Einstein habt, an den neuen Folgen mit den tollen neuen Darstellern habt. Und ja, bleibt Schloss Einstein treu und bleibt vor allem euch selber treu. Ich sende euch liebe Grüße.